So kurz. Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind ja noch bei unserem goldenen Trüffel. Teil 2 ist das Ganze hier. Wir wollen uns das Ganze mal angucken, wie es jetzt auch von innen drin aussieht, denn ich habe das Ganze halt natürlich eingerichtet. Aber bevor wir reingehen, gucken wir kurz uns das Gebäude noch von außen an, denn ich habe noch etwas hinzugefügt. Und zwar hatte ich in der letzten Folge angesprochen, dass es einen Parkservice gibt. Da habe ich jetzt natürlich auch noch ein Schild dran gemacht, damit man auch weiß, hier ist der Parkservice. Wer hier steht, der bringt auch euer Auto sicher und bequem auf die Parkplätze, wenn ihr reingeht und euch das natürlich schmecken lässt im goldenen Trüffel. Und da würde ich sagen, gehen wir erstmal hin. Das heißt, unser Auto steht natürlich schon hinten. Sollte hinten stehen. Wer weiß, wo er es hingestellt hat. Eigentlich sollte hier mein... Naja. Gut, jedenfalls stehen hier schon ein paar Fahrzeuge. So wird irgendwer schon drin sein und sich das gute Essen im goldenen Trüffel natürlich schmecken lassen. Habe ich mir einfach gedacht, hinter dem goldenen Trüffel sollte auch der Parkplatz sein. Denn so führen wir hier hinten auch natürlich die freie Fläche noch aus. Und denkt man dann natürlich, ja, ist ja alles gewollt. Ja, wir müssen mal gucken, was wir hier neben bauen. Ich möchte nicht unbedingt immer solche Gebäude bauen, die immer vorne an der Straße stehen. Vielleicht auch mal ein bisschen weiter hinten oder ein größeres Gebäude, sodass wir nicht immer hinten Parkplätze hinbauen müssen, um diese Fläche auszufüllen. Naja, gucken wir mal. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und gucken uns mal das Essen an mit dem goldenen Trüffel. Ob es dann natürlich auch gut ist. So, aber bevor wir reingehen, ist hier noch die Hausnummer, und zwar die 824. So ist eigentlich die Nummer von unserem goldenen Trüffel, wenn man sie suchen sollte. Aber ich glaube, jetzt hier in dieser Straße findet man es eigentlich relativ schnell. Gut, gehen wir mal rein und gucken mal, wie das Ganze innen drin aussieht. Ah, der goldene Trüffel. Hier ist auch nochmal ein Empfangsbereich. Ne? Hier stand ja Hausmeister Willi, denn ich habe mich so ein bisschen nach der Folge auch gerichtet beim Einrichten. Und der hatte natürlich seinen Platz, war ja der Oberkellner, ne? Hat ja jeden empfangen und zu seinem Platz hingefügt. Und wir haben natürlich jetzt das Problem, in diesem goldenen Trüffel, das Ganze ist alles eng. Also wir haben nicht so viel Platz, um uns hier auszufalten. Jedenfalls habe ich hier einfach mal versucht, das Ganze so gut es geht halt immer nachzustellen. Und ja, man erkennt gleich, das sind natürlich die Tische, da stehen natürlich jetzt Kerzen drauf, wenn man es nicht erkennen sollte. Ein paar Teller, Trinkbecher, ne? Also Blumentöpfe sind bei mir immer Trinkbecher, es sei denn, ist da eine Blume drin. Da ist natürlich ein Blumentopf. Ich glaube, das muss man immer erstmal unterscheiden, ne? Ansonsten denkt man, hey, warum kriege ich hier einmal Erde, bitte? Hallo, das würde ich gern zurückgeben in die Küche. Naja, jedenfalls ein paar Tische überall ein bisschen hin platziert, ein bisschen willkürlich, kann man natürlich auch ein bisschen mehr machen. Kommt immer darauf an, wie man das Ganze gerne haben möchte. Dir fällt auf, ich habe natürlich auch gleich mit Doppelwänden gearbeitet, also schon wieder ein bisschen mehr freie Fläche weggenommen, indem man natürlich wieder Tapeten hinbaut. Ich habe hier auch einfach mal mit Stufen gearbeitet, also der Boden sind jetzt keine Blöcke, das sind Stufen. Ist natürlich immer doof, ein bisschen manchmal damit Tische oder sonstige Sachen zu bauen. Du siehst ja hier auch Eingangsbereich, ne, sag ich mal mit der Tür. Man musste natürlich so eine kleine Erhöhung bauen, weil man natürlich mit Stufen arbeitet. Das habe ich eigentlich so gemacht, weil bei den Wänden war unten an der Wand noch, sag ich mal, so eine Steinleiste. Natürlich kann man das in Minecraft mit diesen Blöcken und Stufen nicht so ganz darstellen. Von da dachte ich einfach mal mit Stufen, dann schneidest du die eine Hälfte ab des Blockes, so an sich, dass wir unten eine Leiste haben. Ja, mir gibt es eigentlich auch nicht zu sagen, warum ich jetzt hier mit Stufen gearbeitet habe. Das ist jetzt jedenfalls der Unterbereich. Und wie wir nach oben kommen, habe ich lange gegrübelt. Ich wollte erst eine Treppe machen, vielleicht einen Aufzug. Aber ich dachte mir, hey, wir sind hier bei der neuen Version. Und dann nehmen wir natürlich die Command-Block-Methode. Tut mir leid für alle, die natürlich jetzt keine Command-Blöcke haben. Ich auf dieser Version hab's. Also ihr müsst immer zu dieser Version kommen, wenn ihr auch mit Commands arbeiten wollt. Ansonsten müsst ihr euch eine Treppe bauen oder... Naja, ihr lasst euch schon was einfallen. Ihr seid ja kreativ. So, jedenfalls gehe ich mal hier durch. Das soll natürlich eine Tür darstellen, wer es nicht erkennen sollte. Eine Tür, die führt natürlich zu unserer Küche. Plupp, und da bin ich oben. Ich habe immer irgendwie so einen Bug, dass immer denn die Dinger hochgehen. Liegt da vielleicht dran, wenn man den Knopf drückt, dass die ganzen Sachen hier auch aktiviert werden. Naja, das ist unsere Küche, wo natürlich das leckere Essen zubereitet wird. Hier habe ich auch mit dem Boden wieder mit Stufen gearbeitet. Ich weiß nicht, hatte jetzt Lust drauf und fand das auch irgendwie passend. Und ja, unsere Küche. Beim goldenen Trüffel wurde nie die Küche gezeigt. Das ist jetzt hier meine eigene Idee. Wer sich fragen sollte, hey, woher hat er die Küche vom goldenen Trüffel? Ah, ist meine Idee. Ja, jedenfalls, das soll die Küche sein vom goldenen Trüffel. Hier alles so ein bisschen, ja, weiß nicht, was kann man immer zu einer Küche sagen? Ofen gibt's, ne, Waschbecken gibt's, ne, zum Händewaschen, ne, kennt man ja. Ja, kann man sich hier denken, was hier noch alles so sein könnte. Ich weiß nicht, hier so ein paar Ablagen, vielleicht ein paar Formen, wo man denn natürlich einen Kuchen backt mit. Kann man sich hier hin platzieren, natürlich ein paar Regale. Und natürlich das,
hier, was hier oben ist und auch die Dinger hier, die man aktivieren kann, zack, und jetzt bin ich einsatzbereit, sind abzukauen. Das heißt, wenn man hier kocht und so, entsteht am meisten Dampf vom leckeren Essen oder sonstige Sachen. Die kann damit dann abgezogen werden und geht dann nach oben durch unseren Schornstein wieder raus. Damit hier natürlich kein Nebel entsteht, dass wir hier alles noch klar sehen können. Ja, das ist jedenfalls die Küche. Und wer jetzt natürlich sich fragt, hey, wo ist denn der Kühlschrank? Weil in jeder Küche muss natürlich ein Kühlschrank sein. Sieht genau da, da ist er. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen doof mit Stufen, weil ihr dürft ja nicht vergessen, auf Stufen kann man ja immer keine Türen platzieren. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, okay, machst du mal so an sich ein paar Eisenfalltüren hin, machst die zusammen, Hebel halt das Ganze, ne? Also muss man ein bisschen Fantasie haben. Und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt der Kühlschrank, mal so eine kleine Notlösung, wie man so einen Kühlschrank baut. Aber jedenfalls, das ist die Küche vom Goldenen Trüffel. Mir gefällt es an sich mal so eine noble Küche, mal oben auch mit Ausguck. Ich wollte erst die Fenster zumachen, dann dachte ich mir, nein, du machst die Fenster auf, damit natürlich unser Kochpersonal dann natürlich auch mal rausgucken kann, ne? Was da draußen so abgeht. Kommen da viele Kunden, müssen mich schon wieder vorbereiten? Ja, die Straßen sehen so voll aus, also, ne, geht ja langsam los hier. So, ja, das ist die Küche, dann würde ich sagen, können wir auch eigentlich wieder runtergehen, zack. Und dann sind wir natürlich wieder unten einmal. Ne, ich muss immer die Falltüren wieder zumachen, aber das stört mich nicht. Ja, das ist denn hier der goldene Trüffel. Ich bin relativ zufrieden für so ein kleines Lokal, passt das Ganze. Und dann sind wir hiermit auch fertig. So, das ist der goldene Trüffel. Von außen gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Dir fällt natürlich hier auf, hey, der hat hier ein bisschen Fake gebaut. Ja, die Fenster habe ich zugemacht, damit ich dann hier so den Eingang machen kann. Du siehst die Falte schon wieder oben. Naja, jedenfalls ein bisschen Fake habe ich gebaut. Ein bisschen Platz wäre noch drin gewesen. Hätte man noch irgendwas bauen können, aber naja, gut. Ja, das ist der goldene Trüffel. Mal gucken, was wir als nächstes bauen. Ich lasse mir was einfallen. Es wurde auch schon wieder ein bisschen was vorgeschlagen. Mal gucken, was davon wieder umsetzbar ist hier in Minecraft. Und dann gucken wir mal, ne? Guti, so, dann würde ich sagen, stelle ich mich wieder vorne Safety hin. Ich stelle mich einfach mal hier schräg hin. Und wenn ich Safety stehe, wisst ihr ja, was ist das Ganze hier von mir. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Also haust rein und tschüss.